Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir am heutigen Tag von Leichnam feiern, dann ist das nicht einfach nur ein Fest der Erinnerung. Ein Fest der Erinnerung an das, was Jesus damals im Abendmahlsaal tat, als er mit der Einsetzung der heiligen Eucharistie sakramental die Hingabe, seine Lebenshingabe am Kreuz vorwegnahm. Wir feiern heute mehr. Wir feiern Christi Gegenwart. Heute, hier auf unserem Roncalliplatz, mitten im Herzen unserer Stadt, mitten in der Welt. Der Herr ist wirklich da. Er reicht uns das Brot und sagt: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Das bin ich, der für euch sich hingegeben hat. Die heilige Eucharistie ist das deutlichste Zeichen seiner bleibenden Gegenwart auf unserem Lebensweg. Und das ist es, was wir heute bekennen. Das ist es, was wir heute feiern, auch in der sich an diese Messfeier anschließenden Prozession, die uns auf die Straßen unseres Lebens führt. Beim Zug durch die Wüste zeigte Gott einst seinem Volk Israel, dass er ihm nahe sein wollte. Und deshalb hat er es gespeist. Er hat sich um sein Volk gekümmert, bis ins Kleinste hinein. Und als sie hungerten, da gab er ihnen das Manna, das Brot vom Himmel. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, sagt dann später Jesus einmal von sich. Er ist das wahre Manna. Und wer von diesem Manna, wer von diesem Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, das ist mein Fleisch und ich gebe es hin für das Leben der Welt. Das, liebe Schwestern und Brüder, feiern wir heute. Und das ist mehr als nur Erinnerung an das, was damals geschah, sondern das ist Gegenwart, bleibende Gegenwart des Herrn, der sich uns als Brot des ewigen Lebens schenkt. Im Evangelium haben wir heute Morgen von der wunderbaren Brotvermehrung gehört. Den Jüngern, die Jesus auf den Hunger der Menschen aufmerksam machen, sagt er: Gebt ihr ihnen doch zu essen. Aber es waren nur 5 Brote und es waren nur 2 Fische. Jesus segnet Brot und Fisch und er gibt es den Jüngern. Und die teilen aus und das Wunder geschieht. Alle werden satt. Ja, es bleibt sogar noch übrig. Ist das, liebe Schwestern und Brüder, nur Erinnerung oder nicht vielmehr auch Anruf und Auftrag? Der jüngste Welthungerindex von 2018 ermittelt die weltweite Hungersituation und zeigt auf, wo der größte Handlungsbedarf besteht. Die Ergebnisse zeigen, dass in vielen Ländern wie auch im weltweiten Durchschnitt Hunger und Unterernährung zwar seit dem Jahr 2000 zurückgegangen sind, was auf klare Verbesserungen im Leben von Millionen von Frauen und Männern und Kindern hindeutet. Tatsächlich sind in manchen Regionen der Erde zwar beachtliche Fortschritte zu verzeichnen, in anderen Teilen der Welt aber halten Hunger und Unterernährung an und haben sich sogar noch verschlimmert. So leiden etwa 124 Millionen Menschen unter akutem Hunger. Ein markanter Anstieg ist das gegenüber den 80 Millionen von vor 2 Jahren. Kinder sind nach wie vor massiv von den Auswirkungen, die Hunger und Unterernährung mit sich bringen, betroffen. Rund 151 Millionen Kinder weltweit weisen
Wachstumsverzögerungen auf und 51 Millionen Kinder leiden unter Auszehrung. Hart erkämpfte Errungenschaften drohen wieder verloren zu gehen durch Konflikte, durch Klimawandel, durch schlechte Regierungsführung und durch eine Vielzahl anderer Probleme. Obwohl zweifellos belegt ist, dass echte Fortschritte möglich wären, werden die Ursachen und komplexen Einflussfaktoren von Hunger weiterhin nicht in angemessener Weise angegangen. Im Jahr 2015 verpflichteten sich die Länder der Welt auf das Ziel Zero Hunger bis 2030, also kein Hunger mehr auf dieser Welt bis zum Jahr 2030. Doch, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann verfehlen wir nicht nur unsere Klimaziele, sondern ebenso dieses lebenrettende Ziel. Gebt ihr ihnen zu essen, hat der Herr den Jüngern damals gesagt. Gebt ihr ihnen ihre Würde zurück. Dieses Wort Jesu ist genauso wenig wie die Feier des Fronleichnamsfestes nur eine Erinnerung an frühere Zeiten und an ein früheres Geschehen. Dieses Wort richtet Jesus heute an uns, an die Mächtigen in Politik und Wirtschaft und Gesellschaft, ebenso wie an uns als Kirche, wie an uns, an einen jeden von uns. Denn das Wunder der Sättigung, das kann auch heute geschehen. Wir brauchen nicht einmal eine wunderbare Brotvermehrung. Wir haben viel mehr als 5 Brote und 2 Fische. Das Brot ist für alle da. In einer Welt des Überflusses werden nach wie vor die Menschenrechte von Millionen Bedürftigen verletzt, die jeden Abend hungrig geblieben sind und ihr Leben an Nahrungsmangel und die Ignoranz der Welt verlieren. Hunger, liebe Schwestern und Brüder, ist oftmals sowohl Ursache wie auch Folge von massenhafter Vertreibung und Flucht. Hunger und Vertreibung, das sind politische Probleme. Und politische Probleme sind zu lösen. Die müssen endlich angegangen werden. Denn zum Wunder der Sättigung, von dem das Evangelium berichtet, gehört das Teilen. Dazu gehört die Schaffung von Gerechtigkeit und Anteilhabe an Wohlstand und Bildung. Dazu gehören humanitäre Hilfe mit langfristigen Entwicklungsmaßnahmen. Dazu gehört die Existenzsicherung der Vertriebenen. Dazu gehört die Kräftigung der Widerstandskraft der betroffenen Menschen, indem wir ihre eigenen Kapazitäten zur Selbsthilfe stärken. Aber nicht nur nach Brot für das natürliche Überleben hungern die Menschen. Weltweit hungern Menschen auch nach dem, was ihrem Leben Sinn und Halt und Erfüllung schenkt. Sie hungern nach Glück, das nicht zerbricht. Sie hungern nach Leben, das nicht stirbt. Sie hungern nach Liebe, die nie enttäuscht und die nie enttäuscht wird. Sie hungern nach einer Liebe, die trägt, sogar noch über die Todesgrenze hinwegträgt, in ein neues Leben hinein. Wo finden wir Nahrung, die diesen Hunger stillt? Wer stillt diesen Hunger nach Glück und nach Leben? Das Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, hat uns heute die Antwort gegeben. Wir haben von den hungernden Menschen in der Wüste gehört, die von Christus mit dem wunderbaren Brot gesättigt werden. Die hungernden Menschen, das sind wir selbst. Wir alle hungern nach Freude. Wir hungern nach Glück. Wir hungern nach dem Leben. Christus gibt uns das wunderbare Brot, das er selbst ist. Er schenkt sich uns selbst im Brot des Lebens und damit die Erfüllung unseres Menschseins. Was ist Glück ohne ihn? Es ist wie eine Seifenblase. Die mag noch so schön anzusehen sein, die mag noch so schön zu leuchten, aber plötzlich ist sie zerplatzt.
Was ist Menschsein ohne ihn? Ein Weg in die Leere, ein Weg in die Sinnlosigkeit, ein Weg in die Nacht. Christus ist die Erfüllung unserer Sehnsucht. Er ist die Erfüllung unseres Menschseins. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Wahrheit vom Menschen, die nicht verdunkelt werden darf. Am heutigen Fronleichnamstag feiern wir Christus, das Brot des Lebens, das den Hunger unseres Herzens stillt für alle Ewigkeit. Es zeigt uns den Herrn nicht nur als das Ziel unseres Lebens, nicht nur als die Erfüllung unseres Lebens. Vielmehr zeigt uns Fronleichnam auch, dass der Herr unseren Lebensweg mit uns geht. Gleich bei der Prozession gehen wir eben nicht nur mit ihm, nein, auch er geht mit uns. Er geht mit uns durch unser Leben, durch alle unsere Lebensbereiche. Und er klammert nichts aus. Immer und überall will er mit dabei sein und unser Leben mit uns teilen und leben. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist Grund genug, um Ja zu sagen zum Leben. Das ist Grund genug, dem Leben zu trauen. Das ist Grund genug, sich am Leben zu freuen und es mit anderen Menschen zu teilen. Schließen wir ihn deshalb aus keinem unserer Lebensbereiche aus, denn allein in ihm wird unser Hunger und unsere Sehnsucht nach Glück und Leben seine tiefste Erfüllung und unser Menschsein seine höchste Vollendung finden. Amen.